Ja, Fabian Gerber, herzlich willkommen in der Regionalliga Nordost. Jetzt ist es endlich soweit. Wie groß ist die Vorfreude auf die neue Liga? Ja, die ist riesengroß, kann sich jeder vorstellen. Darauf haben wir hingearbeitet, darauf haben wir hingefiebert das ganze Jahr und haben es souverän Gott sei Dank geschafft. Und jetzt geht es heute los mit dem ersten Training, haben eine kurze, knackige Vorbereitung. Aber wie gesagt, wir freuen uns auf das erste Spiel, wir freuen uns auf die Liga, auf alle Mannschaften, auf die wir treffen dürfen. Und von da ist die Vorfreude riesengroß. Wer ist übrig geblieben von den Aufstiegshelden und wer ist bisher neu dazugekommen? Ja, es sind viele. Ich glaube, es wird jetzt zu lange dauern, alle aufzuzählen. Also wie gesagt, wir haben ja die Leistungsträger, die meisten haben wir halten können, Gott sei Dank, das war uns wichtig. Und darüber hinaus haben wir Stand jetzt 8 neue dazubekommen. Wenn man sieht, aus unterschiedlichen Regionen, aus unterschiedlichen Ligen, viele auch schon mit Regionalliga-Erfahrung, einen sehr erfahrenen Torhüter dazu bekommen, wo wir uns natürlich sehr darauf freuen. Aber wie gesagt, die Jungs, von denen versprechen wir uns natürlich viel, deswegen hätten wir sie nicht geholt. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt auf die nächsten Tage, nächsten Wochen mit Ihnen, mit unseren alten Jungs, mit unseren Aufstiegshelden sozusagen und auf eine gute Saison hoffentlich. Jetzt fängt ja RWE relativ spät an, auch geschuldet der Tatsache, dass man so lange in der Oberliga noch unterwegs war und hat jetzt nur knapp 3,5 Wochen Zeit bis zum ersten Punktspiel. Das wird wahrscheinlich eine sehr intensive Vorbereitung, oder? Ja, Mischung aus. Wir starten jetzt die erste Woche, starten wir erstmal rein, weil wir natürlich auch nichts riskieren wollen. Ich sag mal, wir wollen nicht zu sehr oder zu hart an die Nummer rangehen, dann riskieren wir Verletzungen, sondern die erste Woche wird ein bisschen reinkommen sein, viele spielerische Elemente. Zweite, dritte wird natürlich sehr intensiv sein, die vierte wird wieder ein bisschen das Tempo rausgenommen Richtung Spiel. Aber wie gesagt, ich bin da sehr guter Dinge, dass wir am ersten Spieltag nahe 100% sind. Unsere Jungs, die hatten 2 Wochen ja nur Urlaub. Jetzt letzte Woche haben sie schon einen Laufplan gemacht. Also von da haben sie nicht viel verloren und das werden wir die nächsten ja, 3,5, knapp 4 Wochen werden wir das, glaube ich, gut aufholen. Zu einer Vorbereitung gehören natürlich auch immer Testspiele und da haben Sie sich durchaus attraktive Testgegner gesucht. Wer ist es denn? Ja, wir starten am Wochenende gegen Halleschen FC, ist dritte Liga. Dann eine Woche später ist jetzt dann Steinbach dran, auch Regionalliga. Und dann ist die Generalprobe wird gegen Barockstadt Fulda, Regionalliga. Zwischendurch halten wir uns noch offen, vielleicht nochmal das ein oder andere Freundschaftsspiel einzustreuen. Aber mir ist wichtig, von Anfang an gleich Gegner auf einem guten Niveau zu haben, auf Augenhöhe zu haben. Einfach um ja, die Jungs zu fordern, durchzuwechseln, attraktive Gegner zu haben, auch zu sehen, wo man steht. Von Woche zu Woche hoffentlich die Fortschritte zu erkennen. Als wenn man jetzt nur so Tingeltouren macht, wo man nicht weiß, wo steht man. Und deswegen haben wir uns schon da sehr attraktive Gegner ausgesucht. Um noch mal kurz auf ein paar neue Spieler einzugehen, natürlich nicht auf alle. Sie hatten Franco Flückiger schon angesprochen, der Torwart, der RWE Rückhalt geben soll in der Regionalliga. Was erwarten Sie von ihm? Ja, von ihm erwarte ich einfach, dass er seine Erfahrung, die er die letzten Jahre gesammelt hat, natürlich hier mit reinwirft bei uns. Wir sind eine sehr, sehr junge Mannschaft nach wie vor. Ich glaube, die jüngste Mannschaft der Regionalliga. Und er hat seine Qualität unter Beweis gestellt, nicht nur bei Türkgücü, sondern die ganzen Jahre. Und wie gesagt, hat eine enorme Erfahrung, ist ein guter Typ, ist positiv, ist im besten Torwartalter. Hat Ziele, er will was erreichen. Er will definitiv mit uns eine gute Saison spielen. Und wie gesagt, da freue ich mich drauf, dass uns das gelungen ist, ihn von dem Projekt Erfurt zu überzeugen und einfach hier mit anzupacken. Mit Regionalliga-Erfahrung kommen auch Ben Luca Moritz und Simon Roscher hier nach Erfurt. Was will RWE von diesen Spielern verlangen? Ja, verlangen bin ich immer vorsichtig. Es sind alles noch auch junge Spieler. Ne? Also wie gesagt, Ben Luca Moritz ist 22, Simon ist 20. Da haben wir noch die anderen Jungs. Wie gesagt, Paul ist 18, Sieg Zambrano ist 18. Wir haben ja da einige dazugenommen. Samuel Biek hat zweite Liga Österreich gespielt, der uns dann auch mit seiner Erfahrung und Stabilität einfach in der Defensive nochmal helfen wird. Aber natürlich hoffen wir uns natürlich von allen was, aber bauen da nicht unnötig Druck auf, sondern sie haben genug Zeit jetzt der Vorbereitung, sich zu zeigen, sich hier auch zu entwickeln. Wie gesagt, es ist eine sehr junge Mannschaft, die braucht noch ein paar Tage, ein paar Wochen, ist noch lange nicht an ihrem Entwicklungslimit angekommen sozusagen und da hoffen wir drauf, da freuen wir uns drauf und sind auch sicher, dass jeder Einzelne uns auch am Ende weiterhelfen wird. Letzte Frage, wo will sich RWE einordnen in dieser Regionalliga Nordost? Ja, für uns gibt es natürlich nur ein Ziel, das ist der Klassenhalt. Ne? Ich denke, wie Sie haben gesehen, ist eine kurze, knackige Vorbereitung. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir können nicht diese Sprünge machen wie andere Regionalligamannschaften, wenn man sieht, was da möglich ist bei den anderen. Wir haben den einen oder anderen interessanten Spieler nicht bekommen können, weil er natürlich woanders in die Regionalliga gewechselt ist, weil er da einfach das lukrativere Angebot hatte. Ne? Und das wissen wir, aber es ist kein Problem. Wir wollen nicht jammern, sondern wir wollen einfach auch nächste Saison einen guten, attraktiven Fußball spielen. Wir wollen
wollen so viele Mannschaften wie möglich ärgern und suchen natürlich jede Woche unsere Chance. Wir wollen natürlich weiterhin jedes Spiel gewinnen, ist klar. Wird nicht möglich sein, aber für uns, wie gesagt, als sehr junge Mannschaft und die gerade erst am Starten ist, am Aufbau ist, ist natürlich das Wichtigste der frühzeitige, hoffentlich frühzeitige Klassenerhalt. Dafür wünschen wir alles Gute, drücken die Daumen und wünschen einen guten Saisonvorbereitungsstart für Rot-Weiß Erfurt. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.